Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein vielleicht etwas ungewöhnliches Video, denn ich weiß selber noch gar nicht, was dabei rauskommt. Ich habe mir einfach dieses Stempelset hier geschnappt. Das ist ein neues Stempelset aus dem Herbst-Mini-Katalog 2024. Das ist dieser Katalog. Dieser Mini-Katalog ist gültig ab dem 4. September 2024 bis zum Januar 2026 und zwar bis zum 6. Januar. Wenn ihr noch einen braucht, schreibt mir gerne. Hier ist meine Katalog-Webseite, meine Webseite. Da könnt ihr die Kataloge bestellen oder per E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com. Und ich habe mir einfach dieses Stempelset rausgesucht, weil ich das so schön finde. Und das ist mir am Anfang gar nicht richtig aufgefallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bastle jetzt einfach mit euch 3 Karten aus diesem Stempelset. Und was da rauskommt, weiß ich selber noch nicht genau. Wir probieren das jetzt einfach gemeinsam aus. Genau, das Stempelset heißt Liebste Auszeit und das wäre die Bestellnummer, falls ihr es bestellen wollt. Und ich habe mir jetzt als erstes Motiv mal die kleinen süßen Kängurus rausgesucht und werde mir die jetzt auf Vanille pur stempeln, glaube ich. Also ich habe jetzt die Grundfarbe ist Pekanuss und Vanille pur ist der Farbkarton, den ich hier benutze. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es aussehen soll. Ich habe mir jetzt einfach mal eine Grundkarte zugeschnitten in dem Maß 21 cm, gefalzt bei 10,5. Und die Höhe ist 14 cm. Ich habe jetzt hier noch so einen Streifen, der ist auch 14 cm hoch. Ich weiß gar nicht, wie breit das ist, so ein Reststück. 5,7 cm, also ungefähr 5,5. Und mit dem dachte ich, farbkonzeptlich wollte ich ein bisschen basteln. Als erstes habe ich mir gedacht, würde ich mir schöne Etiketten aussuchen für vorne. Ich habe jetzt so ein bisschen in meinen neuen Sachen gestöbert, was ich so Neues habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ganz gut passt. Das wäre vielleicht cool. Diese Zweige, die haben wir sogar nochmal in diesen Stanzformen. Und ich glaube, wir legen damit einfach mal los. Vielleicht brauche ich dann noch einen schönen Spruch. Da wäre das vielleicht ganz schön. Dieses Set heißt Stanzformen Liebe über alles und hätte diese Bestellnummer. Ich weiß aber noch gar nicht genau, was ich da jetzt alles benutze. Das ergibt sich jetzt einfach so. Und ich habe mir noch was rausgesucht, das habe ich auch neu. Das ist ein Embossing-Folder, also eine Prägeform. Das nennt sich Altes Mauerwerk. Hat diese Bestellnummer. Und irgendwie fange ich jetzt mit dem einfach mal an. Und mit meinem breiten Teil hier. Das möchte ich jetzt erstmal prägen. Also das lege ich mir jetzt einfach mal hier ein. Nehme meine Stanzmaschine. Und das ist eine dicke Prägeform. Wahrscheinlich brauchen wir da die zweite Spezialplatte Nummer 4. Entschuldigung, das ist die hier. Also nur die dicke Grundplatte. Meine Prägeform mit dem Papier innen drin und dann genau einmal durchkurbeln. Und ich gucke immer, wenn das sich gut durchkurbeln lässt, dann ist es richtig. Wenn das irgendwo zu hart ist oder so, dann stimmt was nicht, dann muss man aufpassen. Und das sieht ziemlich cool aus. Leider macht meine Kamera nicht so mit. Seht ihr das? Da ist das Mauerwerk und zwischendrin sind so ein bisschen Zweige. Ich fange jetzt einfach mal an mit Stempeln. Ich nehme mir auch Pekanuss als Farbe für die Stempel. Das passt ganz gut zu den Kängurus. Ich mache mir die jetzt mal hier so drauf. Manchmal ist auch der zweite Stempelabdruck ganz schön, aber ich finde jetzt den stärkeren schon besser. Und hole mir nochmal meine Stanzmaschine. Okay, also ich habe mir jetzt einfach mal in Pekanuss den Rahmen ausgestanzt, in Vanille pur, das was ich mir schon aufgestempelt habe. Und das möchte ich so ein bisschen zusammensetzen, dass das so ein bisschen aneinander geht. Ich habe auch schon voll in die Farbe gefasst. Und das wollte ich so ein bisschen in den Hintergrund aufkleben, diese Stanzteile. Und mir so einfach die Karte aufbauen. Also so soll die Karte irgendwie schon in diese Richtung aussehen am Ende. Ich schnappe mir jetzt nochmal Pekanuss und so ein Fingerschwämmchen und gehe mir einfach damit so ein bisschen um den Rand rum, dass das noch so ein bisschen stärker ist von der Intensität oder wie sagt man denn da, von der Stärke. Ich habe es bei der Karte auch schon gemacht, aber da finde ich es fast ein bisschen zu stark. Ich probiere es nochmal so. Das geht ganz gut.
Das ist nicht so ganz so stark. Ja, ich habe irgendwie nur ein bisschen eine Schwierigkeit, dass ich das ja zusammensetzen will und dass das irgendwie fest sein muss. Und deswegen nehme ich jetzt hier so ein ganz kleines Stück Abreißklebeband und fixiere mir den Rahmen sozusagen mit dem Etikett, dass das sich schon so schön hinterlegt, aber ja, dass es nicht mehr auseinandergehen kann. Und jetzt kann ich das hier schön aufkleben, ein bisschen 3D. Und habe hier noch den Gute-Besserungsspruch, den mache ich aber flach. Klebe mir den hier so an der einen Seite an. Und dann möchte ich diese schönen Blümchen hier noch ein bisschen auf die Karte bringen. Und da nehme ich mir einfach eine Pinzette zu Hilfe und nehme ganz wenig. Sagt man immer so leicht, ganz wenig Flüssigkleber, dass das einfach so mit fixiert wird. Der trocknet dann auch durchsichtig ab, also wenn da ein kleines bisschen rausschaut an der Seite oder wie hier dieser weiße Punkt, der wird dann durchsichtig. Okay, und ich habe ja noch eine Innenseite, die ich dann innen reinklebe. Und hier könnte ich es auch so machen, auch mit dem Fingerschwämmchen einfach noch ein bisschen am Rand rumgehen. Möglichst gerade, dann kommen wir nicht so weit rein, dann ist es nur so ganz dezent. Und da haben wir dann auch noch so kleine Blüten. Eigentlich finde ich es so ganz schön, wenn man das mal auf die Seite so macht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das vorher gesehen hat, weil meine Kamera wird gerade immer wieder unscharf und nimmt es dann nicht auf. Also diese Standteile sind auch dabei bei diesen die ich euch gesagt habe, wie die heißen, bei denen hier. Das sind auch diese kleinen Blütchen hier nochmal separat. Dann hat man gleich nochmal zwei Standsteile, die man da super unterbringen kann. Und ich finde, das ist schon voll die schöne Karte geworden. Also da ist jetzt nicht so viel los oder so, aber die ist schön dezent, Ton in Ton. Schön mit dem Geprägten, das gefällt mir voll gut. Und die Umrahmung und dann noch diese kleinen Elemente. Also das ist schon mal eine ganz coole Karte, finde ich. Passt ganz gut zu den Kängurus. Mal schauen, was mir noch so einfällt. Also, das ist eine schöne, gute Besserungskarte. Oder eine Ich-Denk-an-dich-Karte. Also, da. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich da noch was drauf machen möchte. Es gibt hier ziemlich coole Glitzersteine. Die sind auch ganz neu. Die heißen, wie heißen die denn? Pecanus und Farblos sind die Farben. Das wäre ja schon mal perfekt. Textilmuster. Also vielleicht passt das auch ganz gut dazu. Mal gucken, ob ihr das Muster sehen könnt. Also da ist nochmal so ein Muster auf denen drauf, aber ich fürchte, das sieht man nur, wenn man sie wirklich vor sich hat. Und ich finde, die machen sich hier noch ganz gut. Ein bisschen glitzern darf es. So, drei Stück, oder? Ja, das ist cool. Manchmal braucht es einfach noch so eine kleine Feinheit. Da setzt man zwei innen rein. Und dann kann man hier schön noch einen Text unterbringen und hat eine schöne Karte, Ton in Ton, mit ein paar kleinen Feinheiten und Details und den schönen Kängurus. Also die werden jetzt noch nicht mal koloriert, die Kängurus. Das kann man natürlich auch machen. Aber das wäre schon mal die erste Version von meiner
Kartenidee zu den Stempelset. Für die Karte Nummer 2 habe ich mir schon ein paar Sachen hergerichtet. Ich habe mir schon ein paar Stanzteile gemacht und ein bisschen Papier rausgesucht. Also ich habe jetzt hier eine Grundkarte in Abendblau, glaube ich, ist das von der Farbe. Habe mir da dieses schöne bunte Papier ausgesucht. Das habe ich auch neu. Das habe ich hier liegen. Ich finde das wunderschön von den Farben. Das nennt sich Full of Life oder das Beste im Leben und hat diese Bestellnummer. Und das hat wirklich total coole Designs. Leider ist es ein kleines Papier. Ich würde auch mich freuen, wenn es sowas mal in groß gäbe, aber man kann mit kleinem Papier auch ganz viel machen. Und es hat halt wirklich total coole Farben drin. Und irgendwie fand ich dieses Muster witzig, weil diese Steppdecke ist ja eigentlich auch so ein bisschen gemustert von dem Bären. Und den habe ich mir einfach in Memento aufgestempelt, mit Aquarellstiften angemalt und dann mit so einem Mischstift bin ich ein bisschen drüber gegangen und habe die Farben ineinander vermischt. Das habe ich mir dann ausgestanzt mit den Basics of Pep. Prep, Pep. Basics of Pep heißen die, das sind diese Stanzformen. Und da habe ich quasi ein großes Quadrat, einen Kreis und so eine Stanze eben ausgestanzt und habe verschiedene Sprüche benutzt und will die jetzt so ein bisschen auf die Karte bringen. Also diese Karte ist schon relativ weit, da geht es jetzt eigentlich mehr so ums Zusammenbauen. Aber ich möchte euch auch nicht mit dem Video in die Überlänge ziehen sozusagen. Also da geht es jetzt so ein bisschen um die Anordnung und vielleicht noch um eine kleine Feinheit hier oder da. Also irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Du liegst mir am Herzen, finde ich voll schön. Viele Segenswünsche finde ich total schön. Und man kann es natürlich auch gerade machen, was hier vielleicht ganz gut wäre. Ich finde halt die Farbkombination richtig cool. Dachte mir dann mit dem Restpapier, das ich noch habe, kann ich noch eine zweite Karte gestalten und habe noch so eine kleine Zeile übrig und die mache ich noch innen rein, dass sich da auch was widerspiegelt. Also da habe ich einfach nur gestempelt und gestanzt und eben ein bisschen koloriert. Ich zeige euch am Ende des Videos noch eine Karte mit dem gleichen Stempelset und einer richtig coolen, besonderen Kartenform. Und da sieht man dann auch, wie ich das auskoloriert habe oder zumindest einen Teil davon. Es waren zwar da, glaube ich, die Kängurus, die ich gemalt habe, aber ja. Wir können jetzt auch noch überlegen, ob wir es hochkant oder quer wollen. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, könntet ihr genauso machen. Das ist immer so ein bisschen Geschmackssache, was einem besser gefällt. Ich glaube, ich mache es tatsächlich aber hochkant. Also die ist ziemlich cool. Vielleicht braucht man hier noch ein paar Glitzersteine, ich weiß es nicht genau. Wir können mal gucken, was wir haben. Oh, wir haben natürlich diese tollen. Die glitzern natürlich wunderschön und in allen Farben, von denen ja, die können eigentlich wirklich auch drauf. Könnte jetzt aber natürlich auch eine Karte für einen Mann sein. Aber wenn wir hier so schöne Formen haben, die ineinander reingehen, könnte man das auch so gestalten, oder? Das wäre doch ganz cool. Ich glaube, so ist die Karte wirklich perfekt und eigentlich total easy. Das wäre tatsächlich schon meine zweite Idee für diese Karte, für dieses Stempelset. Jetzt fehlt uns noch die kleinen schlafenden Kuschelgrüße. Damit ihr auch wisst, mit was ich hier gebastelt habe, mit welchen Sprüchen, ich habe einmal dieses Stempelset, du liegst mir am Herzen, benutzt, das heißt Grüße fürs ganze Jahr, hat da unten diese Bestellnummer, ups, blendet ein bisschen, und die vielen Segenswünsche, die sind in diesem tollen Stempelset, Liebe über alles, viele Segenswünsche, wir hatten mal so ein Segenswünsche-Set, das ist die Bestellnummer, da waren auch diese Kommunionsgrüße drin und da gab es auch was mit Segenswünsche und das war immer sehr, sehr schön. Also das ist eine ganz coole Sache, wenn man gerade so ein Basic-Set braucht oder so. Hier kann man jetzt natürlich alles reinmachen. Das könnte eine gute Besserungskarte werden. Oder ja, einfach einen liebe Gruß und gute Besserung. Oder einfach eine schöne Segenswünsche. Sind immer gut. Also das wäre so die zweite Idee. Und jetzt müssen wir noch eine Karte machen. Und ich weiß noch gar nichts bei dieser Karte für diese kleinen Kuschler hier unten. Für diese Stempel.
Das ist natürlich schön. Eigentlich könnte man da so eine kleine verliebte Karte machen. Liebe, Zeit mit dir ist meine liebste Auszeit. Das ist total schön. Oder probier es mal mit Gemütlichkeit. Wäre auch cool, wenn jemand so viel arbeitet, dass der mal runterkommt. Ich habe jetzt hier noch Restpapier. Ich hatte noch mal so eine Karte, aber also das fände ich total schön. Aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass man das so ganz schlicht und dezent macht. Und deswegen habe ich mir mal hier einen Farbkarton ausgesucht. Jetzt kommt meine letzte Karte und ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen was zusammengetüdelt. Ich weiß aber noch nicht, wie es am Ende dann aussehen soll. Oft entsteht es einfach so, wie es jetzt hier zum Zeigen ist. Ich habe jetzt einfach eine Grundkarte, die hat auch die gleiche Größe, wie wir bis jetzt hatten. Die Frage ist, ob man jetzt vielleicht mal was in Querformat machen soll. Das ist natürlich immer schön, weil es dann doch ein bisschen Abwechslung ist. Meine Aufleger sind jetzt beide 13,5 mal 10 cm, auch das Innenteil. Und da habe ich mir noch so ein Reststück, was noch übrig war, einfach nur hingeklebt. Das kommt dann auf jeden Fall innen rein, so viel, das weiß ich schon. Und jetzt habe ich hier mir mal so Büttenrandstanzen rausgesucht und habe überlegt, ob ich das so ein bisschen, dass das ein bisschen unterschiedlich bunt wird. Und dazu werde ich mir jetzt allererstes mal meine kleinen Kuschel hier aufstempeln und gucken, wie der Stempelabdruck wird. Ich nehme jetzt dazu auch Granit, weil das auch die Kartengrundfarbe ist. Weil ich glaube, da braucht man gar nicht viel kolorieren. Das hätte ich jetzt vielleicht mittiger setzen sollen. Also man lässt das vielleicht tatsächlich als ziemlich cool, wenn man das so macht. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe das wieder im Kopf und weiß nicht genau, wie es werden soll. Und ich werde jetzt ein kleines bisschen Farbe nehmen. Also ich werde jetzt nur ganz leicht kolorieren. Ich weiß auch gar nicht, wie nah ich euch jetzt wieder nehmen darf, ob meine Kamera wieder mitmacht. Na, geht meistens, aber wenn ich dann wieder raus will, dann geht es nicht mehr. Also die kriegen nur ganz wenig Farbe. Einfach nur so ein kleines bisschen. Und dann nehme ich mir die Mischstifte und gehe so ein bisschen nochmal drüber. Dann sieht es immer viel, viel schöner aus, viel feiner koloriert. Und doch, dass wir hier eh nicht viel Farbe haben, kann ich da jetzt gar nicht so viel machen. Die kriegen auf jeden Fall so rötliche Öhrchen. Das haben, glaube ich, alle. Und da gehe ich auch noch ein bisschen rein mit der Farbe bei dem Vermischen. Und dann streiche ich mir das einfach nur aus auf einem Schmierpapier. Und dann kann ich den Stift schließen und beim nächsten Mal wieder benutzen. Okay. Und jetzt stanze ich mir das alles mal so ein bisschen und hoffe, dass meine Kamera jetzt scharf bleibt, auch wenn ich ein bisschen rausgehe. Ich weiß nicht genau, ob mir das gefällt, wenn wir den Spruch schräg. Das ist natürlich mal was anderes, aber ich bin nicht so richtig überzeugt und ich könnte mir auch vorstellen, dass man einfach diesen Spruch hier nochmal teilt und dann einfach zwei Schilder dahin macht. Deswegen werde ich das jetzt nochmal so durch die Stanzform durchmachen. Durch die Stanzmaschine. So.
Jetzt kann ich euch nochmal was Neues zeigen. Es gibt nochmal so schöne Glitzersteine. Die sehen richtig cool aus und die kommen auch in der Kamera super raus. Die heißen Schimmernde Schmucksteine, facettierte Buntschmucksteine, hatten diese Bestellnummer aus dem neuen Katalog und sind auch wirklich traumhaft schön, finde ich. Und die passen halt jetzt auch super auf die Karte, finde ich, oder? Also die können das Ganze jetzt einfach nochmal wunderschön machen. Und tatsächlich mache ich hier ein bisschen mehr drauf als normalerweise. Ja. Und innen auch noch ein bisschen. So, ihr Lieben, und das ist das Ergebnis. Also das ist meine dritte Karte. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Ich finde die auch total schön. Ich finde es eigentlich cool, dass sich dieses Designerpapier auch noch mit den kleinen Schlafmäusen hier gut versteht. Und ja, dass da doch irgendwie Farbe reingekommen ist und noch ein Schleifchen und so. Also auch noch eine ganz coole Karte, eine dritte Variante. Und vielleicht ist das auch für euch ganz cool, wenn ihr so mit hinten und vorne versetzt, mit verschiedenen Lagen, das da hinten rein bastelt zum Beispiel. Vielleicht ist das noch eine gute Idee. Hier so ein bisschen vielleicht Vintage angehaucht, vielleicht, weiß ich nicht genau, weil man hier auch noch geprägt hat. Sehr Ton in Ton auf jeden Fall. Und hier nochmal knallbunt und mit Formen. Finde ich auch eine coole Farbkombi. Also ich mag diese drei Karten alle sehr gerne. Aber ich habe noch eine vierte Kartenidee für euch. Und zwar ist das diese, die ist auch mit dem Stempelset. Und das ist eine besondere Kartenform. Hier steht auch, probier es mal mit Gemütlichkeit. Und hier habe ich die Kängurus koloriert. Und ich glaube, ich kann euch das einblenden, wie ich das gemacht habe. Hier ist nochmal die Innenkarte dazu und gute Besserungskarte. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Kartenform funktioniert, dann blende ich euch jetzt hier oben mal das Video ein dazu. Dann könnt ihr danach schauen. Und da habe ich eben auch dieses Stempelset verwendet. Und ich finde, das macht sich echt gut und das ist eine richtig tolle Karten. Für gute Besserungskarten und finde die Sprüche schön. Also da kann man wirklich was Tolles aus dem ganzen Stempelset basteln. Ich hoffe, es hat euch jetzt ein paar kreative Ideen gegeben und ihr könnt hier und da vielleicht was mit dem Stempelset mehr anfangen oder habt noch eine Idee mehr bekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke. Und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Viel Spaß beim Weiterschauen. Ich blende euch natürlich noch viele kreative Kartenideen hier ein. Dann könnt ihr noch ein bisschen gucken. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss.